Verdacht geraten. Also wie gesagt, wenn ihr auf Actionfilme steht, vor allem aus den 80ern, 90ern, holt euch Far Cry 3 Blood Dragon. Ihr braucht auch nicht Far Cry dazu, also es ist ein eigenständiges Add-on und könnt ihr auch ohne Far Cry 3 spielen. Jetzt laufe ich jetzt zum 50. Mal hier zum Meer rum. Runter. Wie viel habe ich jetzt überhaupt? Ich weiß es gar nicht mehr. Lauf doch weiter, Mann. Ich werde. Oh, fuck! Hör auf zu schreien! Hör auf zu schreien! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Hör auf! Oh mein Gott! Ihr glaubt mir nicht, wie mir jetzt gerade die Schweißperlen runterrinnen. Ist der noch da? Scheiße! Boah, Gänsehaut! Schweiß! Oh, meine Hände schwitzen! Scheiße, war das ein ekliger. Boah, Gott, da sagt man, man gewöhnt sich ja auch schon langsam da drin. Und dann schreit. Oh, du meine Fresse. Ah, nicht stehen bleiben! Nicht stehen bleiben! Oh. Ist nicht mehr da, Gott sei Dank. Oh Gott. Boah. Jetzt wären wir fast das Abendessen wieder rausgekommen. Ja, ich weiß jetzt auch schon langsam nicht mehr, wo ich hin soll. Ich halte mich jetzt hier mal nicht recht. Ich laufe irgendwie nur im Kreis, weil ich glaube, da vorne geht es dann wieder zum Meer. Gibt es hier hinter irgendwas? Ich will mich hier nicht verrennen. Oje. Oje. Hier ist wieder das Meer, ja. Verdammt nochmal. Ich halte mich jetzt einfach mal, irgendwie muss ich ja hier auch in die Area hier reingekommen sein. Also halte ich mich jetzt einfach mal hier links am Berg lang. Vielleicht führt da irgendwo ein Weg. Ach, dran raus. So ein Scheiß. Wer kommt denn auf so eine perverse Idee? Was kommt denn als nächstes? Benjamin Blümchen. Slender. Slender Blümchen. Blümch Slender. Ja. Hier sind wieder die Eier. Schaukelhügel. Heißen sie ab sofort. Gib mir 20 Bags. Ich habe keine Ahnung, wie lang das Video jetzt wird. Oder hier ist wieder die verkackte Dreckshöhle. Dann laufe ich jetzt hier mal so quer drüber. Hier bin ich aber, glaube ich, auch schon lang gelaufen. Aber ich sehe auch nichts. Ich will gar nicht zur Seite gehen, da macht es so eklige Geräusche. Und voll uncool. Ja, hier war ich schon. Laufe ich jetzt einfach mal hier lang. Mitten durch ein. Okay, das ist auch gerade ein bisschen unheimlich, so wie sie die Bäume hier hinterbei aufstellt, weil die Engine nicht nachkommt. Der Baum fällt sicher wieder. Oh! Ach, diese verdammte hässliche Fresse. Der fällt doch bestimmt wieder. Nee, der fällt auch nicht um. Oh. Oh Gott. Jetzt bin ich wieder hier. Hier ist aber nichts mehr. Ich laufe jetzt einfach mal hier weiter. Oh Mann. Da ist eine Schüssel. Yay. 8-2 verkackte Dreckschüsseln noch. Obwohl ich auch ganz ehrlich sagen muss, wenn die Musik andauernd wäre, würde ich wahrscheinlich auch bekloppt werden. Und mich nur noch im Kreis drehen, wie der Staubsauger da im Haus drin. Toll. Yikes.
Gott, dieses Schreien ist ja. Und ich Idiot habe auch noch meine Kopfhörer aufgedreht, bevor ich. Oh, das Schreien ist ja wirklich mal so derb. Oh. Oh, scheiße. Also umgedreht wird sich jetzt mal auf keinen Fall mehr. Ich kann das Schreien nicht mehr hören. Da zieht sich mein Magen zusammen. Hallo, kann nicht einfach der Slenderman hier sein? Der wäre mir ja gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen lieber. Slendy, wo bist du? Mach die Teletubbies tot. Hallo? Slendy! Nein! Ich bekomme immer einen Schweißausbruch, wenn dieser so schreien oh nein, scheiße. Scheiße, lauf! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Scheiße! Jetzt weiß ich, wie sich eine Frau bei einem Binden fühlt. Nicht gut. Uncool. Sehr uncool. Und ich laufe hier gerade schon wieder so in die... Ach, scheiße. Nicht zurückschauen. Ich weiß doch, dass der scheiß Drecks Teletubby noch hinter mir läuft. Ich will da nicht reinlaufen. Bei meinem Glück ist das sicher eine Sackgasse. Und der scheiß... Oh, der scheiß lilane Teletubby hat auch nur so eine hässliche Scheißfresse. So eine Dreckskackfresse. Oh Mann. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ich bin echt zu alt für diesen Scheiß. Und jetzt sind wir wieder am Milch hängen. Oh Gott, diese verdammten Levelgrenzen. Die hätten sie wenigstens noch ein paar Meter nach außen verschieben können. Dann würde man wenigstens an den Felsen festhängen. Aber nicht mitten in der Luft. Ja, jetzt wird's dann aber schon langsam... Zwei müsste ich noch finden. Mir tut schon langsam der kleine Finger weh, weil ich die ganze Zeit sprinte hier. Ich habe keinen Dunst, wo ich noch suchen soll, weil ich habe auch keinen Dunst, wo ich über langlauf. So ein hässlicher Baum. Ist hier irgendwas? Nö. Da war ich anscheinend schon. Laufen wir einfach mal hier lang. Oh. Gott. Oh Gott. Ja, scheiße. Zwei müsste ich noch finden, aber wenn ich jedes Mal eine halbe Stunde für eine Schüssel brauche, dann wird das Video aber sehr lang. Aber ich werde es wahrscheinlich einfach so rausschneiden, dann so in zwei Parts machen. Denkt man, da wiegt man sich in Sicherheit und denkt, ach, ist ja gar nicht so schlimm. Und genau in dem Moment kommt so ein Kackbild. Da ist wieder die verkackte Dreckshöhle. War man da schon? Na, da geht's nicht wirklich weiter. So, ich bin jetzt immer dem Weg nachgelaufen. Ich könnte jetzt einfach mal so hier querfeld ein... Ja, bin ich auch schon gelaufen. Solange nicht schreien anfängt, ist alles okay. Und es ist okay. Aha, scheiße. Alles. Nee. Scheiße! Hör auf! Hör bitte auf zu schreien! Oh je. Jetzt höre ich plötzlich Schritte hinter mir, die ich vorher nicht gehört habe. Da vorne ist wieder das Meer.
Ich habe hier das Fenster offen, weil es heute sehr heiß ist. Und ich will nicht wissen, was sich die Leute denken, die draußen mit offenen Autofenstern vorbeifahren. Die werden wahrscheinlich die Bullen anrufen. Wenn sich das anhört, hier drin wird eine Frau umgebracht, so wie Ned Flanders. Also die Pflanze von Mord killt. So, und jetzt habe ich total die Orientierung verloren, wo ich überhaupt bin oder wo ich hinlaufe. Oh Gott. Ach nein. Ist da oben vielleicht... Ja, ich höre den Staubsauger schon wieder. Sieht man hier von oben vielleicht ein bisschen was? Meh. Wo ist denn hier der Ausgang? Das ist der Ausgang. Scheiße. Scheiße! Ich habe keine Ahnung, wo ich noch hin soll. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich bin am Arsch. Ich habe ja letztes Wochenende wieder mal Bioshock gespielt und ich will unbedingt alle Achievements da haben. Und habe dann natürlich auch den 1999 Mod angefangen zu spielen. Und dieser verdammte Modus hat mich schon wieder einen Controller gekostet. Nur mal so wieder eingeworfen, um die Stimmung aufzulockern. Und ich bekomme schon langsam Krampf in der Hand, weil mein Finger immer auf der Shift-Taste ist, um zu laufen. Und das tut schon langsam tierisch weh. Wo verstreut... Ah! Ja, der schreit ist wirklich nicht schlimmer und der läuft mir wirklich immer hinterher, aber der müsste mich jetzt doch schon dreimal gehabt haben. Ich bin ihm schon fünfmal in die Arme gelaufen. Okay. Schon wieder dieser verdammte Drecksbau. Ich bin Staubsauger, aber kann nicht sauber machen. Lass mich hier rein. Hopp. Vielleicht kann ich ihn hier abhängen. Oh Scheiße. Machen wir mal hier so schief rüber. Oh, meine Hände schwitzen wie Schwein. Aber auch das bringt mir nicht viel, glaube ich. Ach, jetzt laufe ich schon zum 50. Mal hier entlang und finde einfach nichts mehr. Ist einfach uncool. Ich werde mal Lukas anhauen. Der soll sich das Scheißspiel runterladen. Spielen wir das mal im Multiplayer. Und da er mindestens genauso ein harter Hund ist wie ich, werden wir das wahrscheinlich auch nicht schaffen. Aber es wird für euch auf jeden Fall witziger. Lass mich hier durch. Wo bin ich? Ich will doch nur aus den Titten hier raus. Ja, jetzt bin ich halt schon wieder... Oh Gott. Echt. Mich erschreckt jetzt das Bild nicht mehr so. Aber diese Bruchteil von einer Sekunde, wo das Bild aufploppt, bekomme ich eine Gänsehaut. Na toll, gekippter Baum. Oh, lass uns Bäume umkippen, das macht Angst. Der Spieler wird sich in die Hosen scheißen, wenn er von lila Teletubby verfolgt wird. Und dann machen wir noch den Superbau von ihm. Und im Bau drinnen fährt der Staubsauger im Kreis und da liegt ein enthaupteter Teletubby drin. Das ist so gruselig. Gott, verdammt nochmal, verpiss dich doch. Ja. Jetzt laufe ich hier nochmal querfeld ein und wenn da hinten ist, glaube ich, wieder das Meer. Und wenn da dann nichts ist, dann beende ich den ganzen Scheiß hier. Hui! Aber bin ich ja auch schon fünfmal durchgerannt. Man sieht ja auch keine 5 Meter hier.
Jo. Hier ist doch mehr. Und ich häng wieder. Na toll. Und rein ins Wasser. Läuft mir der nach? Ja, der läuft mir nach, der läuft mir nach. Ach komm mal, die Fresse. Halt die Fresse, halt die Fresse, halt die Fresse, halt die Fresse. Also das Geschrei, das ist ja wirklich sehr derb. Aber jetzt lass ich's. Danke fürs Zusehen, Leute. Aber der macht mir auch nichts. Okay, ja, mach mir doch was. ja, danke fürs Zusehen, Leute. Ich gehe jetzt meine Windeln wechseln und wir sehen uns dann im nächsten Video. Schnauze! Danke fürs Zusehen. Ach Gott, halt die Schnauze!